Das war Ihr Wunschfilm am 30. Juli. Der Western Zwei rechnen ab. Mit Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, John Ireland und anderen. Regie führte John Sturges. Für die Zuschauer, auch für den kommenden Samstag, können Sie wieder von drei Filmen Ihren Wunschfilm auswählen. Wir bieten an, Sie wählen. Tollkühne Flieger mit Robert Redford. Oder Die schönen Wilden mit Yves Montand und Catherine Deneuve. Und Warlock mit Richard Widmark, Henry Fonda und Anthony Quinn. Diese drei Filme werden wir Ihnen in Ausschnitten übermorgen, das ist der Montag, in der Tele Illustrierten um 17.45 Uhr vorstellen. Wenn Sie also mitmachen wollen, dann schreiben Sie bitte Ihren Favoriten auf eine Postkarte. Unsere Anschrift? ZDF. Kennwort Wunschfilm der Woche in 6500 Mainz 500. Und Einsendeschluss für Ihre Postkarte ist Dienstag, der 2. August. Es gilt das Datum des Poststempels. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Zahlreiche Staus und Verkehrsunfälle sind die bisherige Bilanz des Wochenendes auf den bundesdeutschen Straßen. Im Raum Nürnberg quälten sich die Autofahrer in einer Schlange von 100 Kilometern im Schritttempo vorwärts. An verschiedenen Tankstellen mussten die Autofahrer mehr als eine Stunde auf Abfertigung warten. Grund für das vermutlich heißeste Wochenende auf den Autobahnen und Fernstraßen waren der Ferienbeginn in Bayern sowie das gleichzeitige Ferienende in Bremen, Berlin und Niedersachsen. Auch in Hessen und Schleswig-Holstein beginnt Mitte nächster Woche wieder die Schule. Hier auf der Rheintalautobahn bei Freiburg, wo die Verkehrsströme aus der Schweiz und Frankreich zusammenfließen, hatte sich am Nachmittag die Situation entspannt. Am Vormittag noch hatten sich die Urlauberautos auf 30 Kilometer Länge im Schneckentempo nach Norden gequält. Lediglich an den Tankstellen stauten sich noch die Autos, die bei 60 Grad Innentemperatur zu blechernen Saunen wurden. Kilometerlange Staus dagegen hier am Grenzübergang Basel, trotz zügiger Abfertigung. Neben rückreisenden Deutschen, Holländern und Belgiern stellten die Schweizer die größte Landsmannschaft unter den Einreisenden. So muss ein Schweizer inzwischen weniger als 0,8 Franken für eine D-Mark berappen, während der Franken jetzt 1,25 Mark kostet. Der Kurs und eine großzügige Preisgestaltung in der Gastronomie hat das benachbarte Alpenland für viele Bundesbürger immer unattraktiver werden lassen. Dabei ist der bundesdeutsche Tourist ohnehin geldbeutelbewusster geworden, wie in diesem Sommer aus allen Urlaubsgebieten gemeldet wird. So auch in Frankreich, wo die Gebührenautobahnen immer mehr gemieden werden, wie sich hier in Mülheim zeigt. Hier ging es heute gemächlich zu, denn hier mündet die französische Sonnenautobahn mit ihren zahllosen Mautstellen ins deutsche Autobahnnetz. In Panama wollen die Außenminister von 9 zentralamerikanischen Staaten zur Stunde das Ergebnis ihrer Beratungen über die Konflikte in Mittelamerika bekannt geben. Es wird erwartet, dass sie sich der Erklärung der beteiligten Contadora-Gruppe, dazu gehören Mexiko, Venezuela, Kolumbien und Panama, anschließen. Die Contadora-Präsidenten hatten am 17. Juli eine wirksame Kontrolle der Aufrüstung sowie ein Einfrieren des Waffenbestandes in den Ländern Mittelamerikas vorgeschlagen. Bis zuletzt war bei den Beratungen in Panama offen, ob sich die Außenminister auch gegen Militärbasen und andere militärische Einrichtungen fremder Länder in dieser Region aussprechen wollen. Am Rande der Konferenz hatte der Außenminister von Costa Rica, Volio, in einem Fernsehinterview nachdrücklich auf die Bedrohung Mittelamerikas durch Nicaragua hingewiesen. Er äußerte sich überrascht, dass die amerikanischen Seemanöver vor Honduras, nicht aber die sowjetischen Schiffe mit Waffen für Nicaragua, internationales Interesse erweckten. Sowjetische Schiffe durchfahren den Panama-Kanal in den Pazifik. Ein Sprecher der Kanalbehörde teilte mit, dass die Frachter wahrscheinlich Waffen nach Nicaragua transportierten, auf alle Fälle aber Kriegsfahrzeuge an Bord hätten. In den nächsten Tagen werden noch 14 sowjetische Frachtschiffe den Panama-Kanal passieren. Der Außenminister von Nicaragua, De Costa, sagte,
Die Schiffe liefern Nahrungsmittel und einige Defensivwaffen, weil wir uns verteidigen müssen, wenn wir angegriffen werden. Im Pazifik hat inzwischen die amerikanische Marine ihre Manöver begonnen. Etwa 30 Seemeilen vor der Küste Nicaraguas kreuzt diese amerikanische Fregatte. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Strauß ist der Ansicht, dass seine Gespräche mit dem DDR-Staats- und Parteichef Honecker die innerdeutschen Verhandlungen gefördert haben. In einem Interview des Nachrichtenmagazins Der Spiegel erklärte Strauß wörtlich: Ich habe nicht verhandelt, sondern den Abschluss der bisher erfolglos geführten Verhandlungen gefördert und erleichtert. Er habe darauf gedrängt, dass die Verhandlungen abgeschlossen würden. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Hoppe äußerte sich im Zusammenhang mit dem Milliardenkredit an die DDR kritisch zum Prinzip Leistung gegen Hoffnung. Hoffnungen seien in der Vergangenheit häufig unerfüllt geblieben, sagte Hoppe im Norddeutschen Rundfunk. Der Kredit könne seine politische Berechtigung nur durch eine Verringerung des Zwangsumtausches gewinnen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. In der Nacht und am Tage in ganz Deutschland meist wolkenlos, Tiefstemperaturen 13 bis 18 Grad, Höchstwerte im Norden 23 bis 28, sonst um 33 Grad. Nächste Meldungen zum Sendeschluss gegen 0:15 Uhr.